Herzlich willkommen heute im Podcast. Ich freue mich riesig, dass er da ist, Vitali Gall. Er ist 34 Jahre alt. Er ist bei Ogilvy, hat er 6 Jahre lang gearbeitet und vorher hat er das Kommunikationsdesign studiert, war dort Praktikant, hat sich hochgearbeitet zum Senior Art Director Motion, hat dann nochmal 2 Jahre bei Havas gearbeitet, hat dann gesagt, okay, jetzt mache ich mich selbstständig, ist jetzt Filmemacher, er ist Freelancer und er ist die Wollmilch-Filmsau. Herzlich willkommen, Vitali. Schönen guten Morgen. Hallo Sven, guten Morgen. Hi. Ja, freut mich, dich hier zu treffen. Ja, schön, cool. Fangen wir direkt an. Persönliches, Ausrüstung, Marketing sind die Themen. Wenn dich jemand fragt, sag mal, was machst du eigentlich vom Beruf? Was würdest du dem sagen? Ja, das ist ja immer ein sehr krampfhaftes Thema, jemandem zu erzählen, was du machst. Also ich versuche es dann abzukürzen und sage, ich bin Filmemacher. In meisten Fällen reicht's. Wenn Interesse aufkommt, dann erzähle ich da natürlich ein bisschen mehr drüber. Also du hast es ja schon vorhin erwähnt, Wollmilch-Filmsau. Das ist so im Grunde die Berufsbezeichnung. Also das ist irgendwann mal in meiner alten Agentur entstanden durch einen Kollegen, der mich drauf gebracht hat, die eierlegende Wollmilchsau ist ja so ein gängiger Begriff und dachte ich mir, okay, damit kannst du arbeiten, daraus machst du dein Logo. Dein Branding, ja. Aber ich finde es sehr cool, weil das bleibt im Kopf. Ja, das sollte es auch sein, genau. Sehr cool. Aber wann hast du denn genau angefangen mit Videos? Also du warst jetzt im Studium zu Kommunikationsdesign, da hat man ja nicht direkt mit Videos oder Filmen was zu tun. Wie ging es denn da los? Ja, das Studium war sehr vielseitig und breit aufgestellt. Da habe ich mal in alle Richtungen geschnuppert, ob jetzt Illustration, Animation, Film, Fotografie, Textdesign. Also ganz viel Theorie, also das Studium war sehr theoretisch ausgestaltet und so richtig wusste ich nicht, was ich damit anfangen soll. So, ich hab's einfach mal gemacht, ja. Und mal gucken, wohin mich das dann bringt und jetzt bin ich hier. Ja, sehr cool. Und du hast ja irgendwann für dich selber entschieden, ey, hör mal zu, so Thema Bereich Video, da kann ich mich ja kreativ entfalten. Was war dann so für dich so, wo du gesagt hast, jo, das ist das, was ich gerne machen möchte? Ja, da gibt es eine ganz lustige Geschichte. Ich glaube so, den Wendepunkt, wo es dann zum Richtung Video ging bei mir. Also im Studium habe ich ja alles Mögliche ausprobiert und bin dann an ein Praktikum gekommen in der Digitalabteilung in der Agentur, hab Banner geschrubbt, also eigentlich überhaupt nichts mit Film zu tun und dann hatten wir mal so einen animierten Banner auf dem Tisch, das sollte rausgehen in einer externen Produktion und dann habe ich gesagt so, ja, das ist doch Pillepalle, das kann ich. Ich habe sowas mal gemacht. Mhm. Lass uns das doch mal selbst machen. Ich brauche nur irgendwie mal After Effects hier auf dem Rechner und dann machen wir das. Und dann hieß es so, ja, nee, komm, mach mal deine Banner, lass die Großen mal die großen Sachen machen und misch dich da nicht ein. So, ne? Wenn der Kuchen spricht, dann schweigt der Trommel. Genau, mach mit deinem Scheiß. Und ja, das hat mich damals so aufgeregt. Ich habe mir den ganzen Kram mitgenommen nach Hause, wie man das so als Student hat man ja irgendwie die Programme da und habe es gemacht, am nächsten Tag mitgebracht und gesagt so, hier, guck mal, 5.000 Euro gespart. Und dann haben die blöd aus der Wäsche geguckt. Ja, ja. Und das war so der Anfang mit der ganzen Filmgeschichte. Das ist dann so ein bisschen an die Geschäftsführung auch gekommen. Die haben es gesehen, okay, das ist Potenzial und Thema Kohle natürlich, also kann man auch ganz, ganz viel Geld sparen, indem man da so den Praktikanten ein bisschen was machen lässt. Naja. Und ja, dann wurde das so Schritt für Schritt, eine jahrelange Arbeit, ist das entstanden. Also irgendwie mal ein Programm gekauft, dann ein weiteres, mal einen größeren Rechner, dann ein eigenes Büro, dann habe ich mir mal einen Junior eingestellt und den eingearbeitet, dann mal einen zweiten,
dann wurde dann ein größeres Team draus und. Also, ja, aber eigentlich war dieser Kampf immer da. Also, sobald es an was Größeres, Schnelleres, Fetteres ging, kamen direkt die Zweifler und so, ja, nee, das kannst du nicht, du hast da ein bisschen was gemacht, bleib mal dabei und war immer schon so, ich reg mich auf, koste mich aus, nehm den Kram, mach den, bring das mit, wenn es fertig ist, so hier, und dann, okay, ja gut, dann machen wir das. Aber das finde ich sehr cool, weil das ist genau der richtige Weg. Nicht so, ich will, ich will, ich will, sondern ich mache das jetzt und dann überzeuge ich die von meiner Leistung, von meiner Referenz, was ich gemacht habe. Finde ich eigentlich richtig cool. Ja. So den Weg nicht so, weil das traut dir ja am Anfang keiner zu, oder? Dass du das machst. Und wenn du da so die Muße hast und sagst, nein, ich will das jetzt unbedingt, dann finde ich das sehr cool, dass du da auch so mutig bist und da so in die Bresche springst. Das finde ich sehr cool, ja. Ja, das ist, also ich glaube, anders geht's auch nicht. Also anders wäre es auch wahrscheinlich nie dazu gekommen, dass ich so hier gelandet bin, wenn ich mich damit zufrieden gegeben hätte, was die Leute mir zutrauen. Also ich behaupte immer, ich kann alles. Und was ich nicht kann, das kann ich mir über nächtelange Tutorials angucken und ausprobieren beibringen. Genau, ja. Ja, sehr cool. Jetzt USP, du hast es vorhin schon mal angesprochen. Wollmilchfilmsau sagt ja eigentlich schon den ganzen USP, das heißt, du machst alles. Aber wenn ich den jetzt genau definieren müsste, deinen USP oder jemand anders, was würdest du sagen? Also das Ganze fängt ja bei der Idee an. Also ich bin ja von Hause aus Artdirektor, und das Kommunikationsdesign-Studium war schon sehr hilfreich, um auch so die Theorie da sich beizubringen oder anzuwenden, was sehr wichtig ist. Und ja, da fängt es an, so bei der Idee, bei der Konzeptentwicklung. Dann arbeite ich die Geschichten aus, schreibt das Drehbuch, schneide das Ganze, also ja, film das davor, schneide das Ganze, macht die Postproduktion. Wie bildest du dich denn weiter? Du sagst gerade Tutorials bis spät in die Nacht. Gehst du da auf YouTube oder was nutzt du da für Plattformen? Also damals, als ich angefangen habe, das war noch eine sehr krampfhafte Geschichte. So, da musstest du dir natürlich die pubertierenden 13-jährigen Jungs anschauen, die eine Stunde quatschen und da nur 2 Minuten Inhalt drin ist. Da, durch solche Geschichten habe ich mich sehr lang durchgekämpft. Mittlerweile ist das ja auch schon professionell. Da gibt es ja ganz viele tolle Seiten. Video to Brain ist eins davon. Die wurden jetzt, glaube ich, von Xing aufgekauft. Wo es sehr gute Tutorials gibt zu allen Themen von Profis in vernünftig erklärt. Plus natürlich der Weg nach YouTube und Austausch mit anderen Leuten, mit anderen Motion Designern, das bleibt auch nicht aus. Cool. So. Und natürlich, ja, du hast ein Problem und dann, wenn du nichts findest, wie das die anderen gemacht haben, dann versuchst du es irgendwie selbst zu lösen. Also rumtüfteln, probieren, try error, so, ja. Mache ich auch selber so. Ja, und irgendwann gehe ich dann schlafen und dann probiere es einen Tag später nochmal und dann funktioniert es komischerweise. Ich weiß nicht warum. Ja. Was machen denn deine Videos so besonders, wenn ich jetzt jemand anders fragen würde? Man investiert ja da auch immer das, was man gelernt hat, seine Gefühle, seine Inspiration mit rein und ja, das macht es wahrscheinlich aus. Das stimmt, ja. Sehr cool. Was machst du denn so in deiner Freizeit, von diesem ganzen selbstständigen Stress, Freelancer-Stress wegzukommen? Also ich versuche immer wieder mal neue Wege zu gehen, irgendwie abgefahren, neue Geschichten auszuprobieren. Weiß nicht, jetzt hätte ich auch nie gedacht, aber jetzt entdecke ich so das Tanzen für mich. Okay. So dachte mir so, okay, mal so ein bisschen Hardcore, mal gucken, was das ist. Oder ja, in irgendwelche Ausstellungen gehen, Inspiration sammeln, sich mit Leuten treffen, über
das Thema Kunst und Design diskutieren, Reisen machen. Aber eigentlich Film ist so. Mache auch sehr viel so private Projekte und Projektchen, um, ja, das hört sich jetzt blöd an, ne? Man arbeitet, um von der Ja, Arbeit wegzukommen. Aber das ist ja so mein Hobby, der Film, und das, ja, ich filme, um vom Film wegzukommen, auch von der Arbeit. Das machen ganz viele, dass die trotzdem, wenn die in Urlaub fahren, immer noch die Kamera mitnehmen und trotzdem noch weiter filmen. Das finde ich eigentlich super cool, weil jetzt macht das auch so. Meine Frau meckert dann zwar immer, aber ja, sie kennt das ja. Wo siehst du dich denn in 10 Jahren? Das kann ich dir absolut nicht sagen. Also, das habe ich ja schon vorher erzählt. Vor 10 Jahren hatte ich einen Ausbildungsvertrag zum Speditionskaufmann auf dem Tisch. Und jetzt bin ich hier in Hamburg und mache Film. In 10 Jahren absolut keine Ahnung. Also wird höchstwahrscheinlich irgendwas mit Film sein. Was es genau sein wird, absolut keine Ahnung. Also der bisherige Weg war immer, oder war nie geplant. Das ist alles so entstanden. Ich habe versucht, also ich habe die Gelegenheiten gesehen und die ergriffen und geguckt, okay, da ist eine Tür auf, die ganz spannend ist, dann gehst du mal rein, dann kommt ja die nächste und dann schlendert man so durch die Welt und versucht sich zu finden und sich zu erfinden und jo, so ist das entstanden. Also absolut keine Ahnung, wo ich in 10 Jahren bin. Okay, sehr cool. Lässt ja alle Türen, alle Möglichkeiten einfach offen. Ich hatte noch kurz eine Frage und zwar, wo siehst du den Unterschied zwischen Video und Film? Also viele sagen, ich bin Filmemacher, produzieren aber in meinen Augen keine Filme, sondern Videos. Wo siehst du da den Unterschied? Puh. Also, ich würd sagen, ich sehe da keinen Unterschied. Also, man kann es unterscheiden zwischen kommerziellen und künstlerischen Geschichten. Wobei, ja, nee, kann ich hier wirklich nicht sagen. Also, wenn jetzt, weiß nicht, ist das Thema Content, Video und Kunstfilm Film? Oder wie ist denn die Frage gemeint? Also, ich wüsste jetzt nicht, wie ich das unterscheiden würde. Bewegtbild. Es ist ja Ist alles das wirklich? Bewegtbild und es ist alles Film. Okay, super, cool. Danke dir. Ausrüstung, nächstes Thema. Mit welcher Ausrüstung hast du denn angefangen? Also, im Studium habe ich mir für meine Bachelorarbeit damals auch noch eine ganz billo kleine, einen kleinen Camcorder gekauft. Und damit gearbeitet, später dann so habe ich für mich das Thema Spiegelreflexkamera entdeckt, habe bei Ogilvy ganz viel mit der 5D gearbeitet, weil die waren ja so der Vorreiter in der ganzen Videografie unterwegs Geschichte und fand ich sehr spannend, natürlich mit den Wechselobjektiven und Tiefenschärfe und Blase und vor allem diese Kompaktheit. Also die meisten Jobs, die ich gemacht habe, waren ja so Geschichten, der Chef kommt rein, sagt, du schnappst jetzt die Kamera, wir gehen los und machen einfach. Und da kannst du mit so einem großen Apparat nichts anfangen, weil spätestens dann kommt die Polizei oder das Ordnungsamt will irgendwie Drehgenehmigungen haben und so einen Tag vorm Pitch kannst du ja nicht anfangen mit Drehgenehmigungen besorgen, sondern da muss es schnell sein und effizient und laufen. Und Aber Drehgenehmigung, ich habe da keine Ahnung von, weil meine Kamera, das fällt gar nicht auf, da denken die meisten nicht mal Fotos. Wo muss man denn da hin? Also wo muss man denn hin, um eine Drehgenehmigung zu kriegen? Schreibe ich da den Bürgermeister persönlich an oder wem muss ich da? Ja, du musst. Ich habe es tatsächlich noch nie gemacht. Geil. Also wenn es mal Jobs gab, die ein bisschen größer sind, die eine Drehgenehmigung brauchten, dann hat es die Agentur gemacht oder irgendwelche Leute in der Agentur, die sich damit beschäftigen. Ich selbst habe mich mit dem Thema noch nie beschäftigt. Also Ja, ich nehme mir auch nicht, deswegen, weil du das sagst, würde mich das mal so ich warte interessieren. jetzt. Ich warte jetzt apropos noch immer auf einen Strafzettel
von meinem letzten Dreh, da sind wir hier einfach an die Alster gegangen und haben gemacht. Ja. Das war für einen Kurzfilm. Und da kam irgendwann mal die Polizei und fragte, ja, was soll denn das hier? Was machen Sie denn da? Und haben uns aufgeschrieben und ich warte jetzt mal auf Okay. Post. Ja, aber wir, aber wieso darfst du denn nicht, also sind die, also in Hamburg, die sind ja schon komisch, ne? Wieso darfst du da nicht filmen einfach? Ich meine, also das Wasserfilm ist jetzt nicht so, verstehe ich nicht, was die Polizei dagegen haben sollte, Wasser. Ja gut, wir hatten auch nochmal falsch geparkt, Oh weil ja, das die natürlich. Autos mussten ja im Bild sein und Ja. die waren dann so mittendrin. Bloß das haben sich Jogger beschwert. Ja, Um sie, natürlich, wir ja. wollten den Sonnenaufgang aufnehmen. Es war um 7 Uhr morgens. Und dann haben irgendwelche Leute da angerufen und gesagt, naja, das sind aber welche hier mit die filmen. Das So. geht nicht, ich will da Das geht ja nicht, wir sind ja in Deutschland. Hier muss ja alles korrekt sein. Und da muss ein Feuerwehrwagen stehen und alles abgesichert und abgeschlossen und bla. Scheiße. Ja, dann ist okay, dann ist, hat sich das erledigt, weil dann kamen, waren es irgendwelche Arschlöcher, die sich beschwert haben, ja. Die euch das einmal nicht gegönnt haben, ja, das ist so. Ah, unglaublich, ey. Naja, egal. Nicht aufregen. Bringt dir nichts. Och nee, du. Ich hab, Ausrüstung. es war ja Ja. alles im Kasten und da sind wir auch weggefahren. Ja, Kein Problem. okay. Also, Ausrüstung. Welche Kamera hast du jetzt? Oder welche Ausrüstung? Also irgendwann mal vor 2 Jahren habe ich für mich die Sony-Welt entdeckt und aufgemacht und bin dabei auch geblieben. Bin jetzt mit der Sony Alpha 7 S II unterwegs. Finde ich eine sehr spannende Geschichte. Halt sehr klein, schnittig und für unterwegs total praktisch. Und hat ein sehr geiles Bild. Ja, finde ich auch. Filmst du in S-Log oder filmst du einfach in Cine-Log oder wie filmst du? In S-Log 2. S-Log 2, okay. Weil ich habe da mal so einen Test gemacht mit dem S-Log und mir hat das nicht gefallen. Mir war da zu viel Rauschen drin. Aber ein anderer Kollege hat mir gesagt, du musst das relativ weit überbelichten, dass es im Monitor überbelichtet ist und wenn du es auf dem externen Monitor machst, dann hast du eine richtig coole Qualität. Das fand ich auch ziemlich interessant. Aber du machst es dann intern in der Kamera, zeichnest du dann auf oder machst du extern? Jetzt gerade zeichne ich intern Ja. auf. Das reicht in den meisten Fällen. Jetzt letztens habe ich einen Job gemacht, da habe ich auf so einem Atomos externen Rekorder aufgenommen. Da ist die Qualität nochmal natürlich deutlich besser. Ja, so mache ich hier auch so, ja. Ja, es gibt ja Mittelchen und Wege, aber so für die üblichen Jobs, sei es mal so ein Making-of oder kleinere Geschichten, da reicht es vollkommen aus. Also wenn du natürlich die Fehlerchen kennst, oder beziehungsweise die Nachteile, dann kannst du auch damit umgehen und das handeln. Ja, genau sehe ich das auch. Software, was benutzt du da? Ich bin komplett im Adobe-Universum unterwegs. Okay. Also fängt an bei Photoshop, Illustrator, After Effects, Premiere, Audition. Und. Also im Grunde, ich glaube, ich habe schon mal jedes Programm mal aufgemacht und mal reingeschnuppert, was Ja, es ist ja. und wie sich das anfühlt, ob ich es brauche oder nicht. Aber ja, Adobe ist so meine Welt. Ja, meine Ja, auch. meine Ich bin auch. dann Ich noch, bin viele dann auch, sagen immer, viele sagen nein, immer, nein, du du musst musst hier hier zu zum Final Final Cut, Cut, das das ist ist viel viel besser, besser, läuft läuft viel viel flüssiger. flüssiger. Aber Aber ich ich bin bin immer immer noch noch so so aus, aus, ich ich bin bin auch auch mit mit Adobe Adobe groß groß geworden geworden und und da habe da ich habe mich ich auch mich so auch so viel viel reingefuchst. Ich reingefuchst. Ich fand fand damals damals die die CS6 CS6 Version Version fand fand ich ich bis bis jetzt jetzt immer immer noch noch am am besten. besten. Aber Aber weil es weil doch es doch für für mich mich auch auch am am stabilsten stabilsten lief, lief, aber aber ich ich finde finde dieses dieses Hyperlink, Hyperlink, dass dass du du von von einem einem Programm Programm ins ins andere andere und und dann dann hinterher hinterher alles alles mit mit einem einem Media-Encoder Media-Encoder rendern rendern kannst, kannst, das das finde finde ich ich eigentlich eigentlich ziemlich ziemlich cool, cool, ja. ja. Mach Mach ich ich genauso. genauso. Ja, das ist total schlau von denen, dass die das so gemacht haben, so alles miteinander verbunden und den Leuten zugänglich gemacht. Ja, ich stehe da total drauf und find's cool. Also ist genau dieselbe Geschichte wie mit der Kamera. Wenn du die Bugs kennst, dann kannst du damit ja auch umgehen. Genau, ja. So, da gibt es ein paar Bugs, aber man kann sich damit auch arrangieren. Also klar, man kann ja auch jammern und meckern und sagen, nee, nee, das ist aber blöd, aber Typisch ey, Deutsch halt, Deutschland, ja. ja, ich weiß ja, wo die Probleme sind und dann kann ich die auch handeln und der Rest ist egal. Was steht denn auf deiner Wunschliste, was du dir gerne noch kaufen möchtest? Oh,
Puh, also Black Friday war ganz böse dieses Jahr. Da habe ich auch schon ganz gut zugeschlagen und einige Schnäppchen gemacht und bin im Grunde ganz gut ausgerüstet, so für die Jobs, die ich mache, so wie ich die mache. Ja, so ein Dedo-Koffer wäre geil. Habe ich jetzt in meiner letzten Agentur mitgearbeitet. Das ist ein sehr cooler Lichtkoffer, mit dem du echt super arbeiten kannst. Und da sind verschiedene Lichter drin, oder was? Genau, das ist ein Lichtkoffer. Klein, praktisch, gut, super präzises, gutes Licht. Sehr stabil, qualitativ hochwertig. Ich war dann auch mal bei einem Workshop von Dede Weigert hast du das? Der Erfinder von Dedo Light. Und das ist ja, der hat ja das ganze Thema Licht revolutioniert und erschwinglich gemacht. Also, ja, gut, die sind nicht die günstigsten, aber halt super gutes Licht. Und ja, also Licht ist natürlich ein großes Thema, wo man auch nie genug von haben kann. Mal ein paar Optiken könnte ich mir noch gönnen. Mal so eine 50er, 1,4er oder ein 2er wäre schön. So das nötige Kleingeld fehlt noch. Aber ich sag mal, ich bin gut ausgerüstet für die Jobs, die ich mache. Und es so viel Geld gibt's gar nicht, wie es Zeug gibt, was ich mir gern kaufen würde. Geile Antwort, ja. Das geht mir genauso. Ich hab mir mal eine Liste gemacht, was ich gerne haben wollen würde. Und dann habe ich irgendwas gesagt, ach komm, weißt du was, das ist viel zu viel. Da kam ich irgendwas bei was war das, 40.000 Euro raus. Da habe ich gesagt, nee, das brauchst du eigentlich gar nicht. Weil Das ist ich, ja noch okay. ja, nein, aber die Liste war noch nicht fertig. Ich habe dann abgebrochen. Und dann habe ich gesagt, nein, komm, ist gut, brauchst du nicht. Weil du brauchst es im Endeffekt nicht. Du brauchst eine geile Kamera. Wie gesagt, die Sony ist eigentlich ziemlich cool vom Sensor her. Und ja, und die Kreativität, ich finde, das ist erstmal das Wichtigste, dass du ungefähr weißt, was dahinter heraus bei rauskommen soll. Wenn du dann Stimmt, einfach. also man kann ja auch sehr viel pfuschen und spielen. Also ich habe mir jetzt letztens noch so eine Gott, Lens Baby heißt es, glaube ich. So eine Linse gekauft, die kannst du so verschieben und dann verschiebt sich auch so der Schärfebereich. Kannst du sehr viele künstlerische Spielereien mitmachen oder Dieses Time-Shift-Linse, ist das die von Canon? sowas in der Art, Ja. genau. Du hast da zwei Linsen, die du Schiebst. gegeneinander Ja, drehen kannst und genau. dadurch den Fokusbereich verschieben, verdrehen, verwenden und da entstehen sehr coole, unerwartete Effekte. Habe ich auch bei einem Kurzfilm letztens angewandt, war sehr cool geworden. Oder ja, habe mir über die Jahre auch mal eine Sammlung an irgendwelchen Gläsern und Glaselementen und Geschichten angesammelt, die man mal vor die Linse spannen kann. Oder man kann ja so viel machen. Also ja, da gibt's ja unendlich viele Möglichkeiten, auch das Thema YouTube, ne? Also die Jungs erzählen ja immer neue Geschichten, dann spielst du damit mal rum, ob du da mal ein Plastikgummi an die Linse packst und dadurch dann so coole Lichtreflexe bekommst, oder mal mit Lichterketten im Hintergrund, in der Unschärfe. Also da gibt es ja unendlich viele Möglichkeiten, wie du das Bild nochmal spannender machen kannst. Ja, das ist so. Ohne dass du jetzt super viel Kohle für die geilsten, tollsten Optiken ausgeben musst. Genau. Ja, das ist, und das, und umso spannender das Bild ja ist, umso interessanter ist das Video, umso länger wird es geschaut und umso besseren Effekt hat es hinterher. Weil wenn du immer das Gleiche siehst, du wirst es ja kennen, dann ist es ja langweilig, auch als Betrachter. Dann, ja, kenne ich schon, ja, toll. Aber wenn das Bild immer anders ist, dann ist es, finde ich, viel interessanter. Deswegen finde ich zum Beispiel die Froschperspektive, die Vogelperspektive mit so einem interessantesten Fluss dann die Tiefenschärfe. Also das ist so, finde ich persönlich am schönsten eigentlich. Also ich habe mich letztens auch dabei erwischt, auf Netflix eine ganze Serie geschaut, die so von der Spannung her okay war, aber einfach nur wegen dem Bild. Die haben die ganze Serie mit anamorphen Linsen gedreht und ich fand das so geil. Ich hätte das,
Ich hätte die Serie auch ohne Ton einfach nur. Geil, ja. Und ich saß dann da und dachte mir so, ah, geil. Direkt mal gegoogelt, okay, eine gute anamorphe Linse, 50.000 Euro. Ja, kann man machen oder auch Nehme nicht. ich, ach, ich nehme zwei, was ist scheißegal. Ja, das ist. So, ich schreibe mir gerade noch einen Wunschzettel hier an der Morphe Linse, genau, so. Mach mal weiter, und zwar Effektivität, Workflow. Wie berechnest du denn deine Zeit für deine Produktion? Hast du da irgendwie für dich selber was zusammen? Wenn der Kunde sagt, hör mal zu, ich möchte gern Video haben, du sagst, das Schönste ist, wenn die sagen, ich habe keine Ahnung, mach mal von Storyboard, von bis hinten in eine Post. Was berechnest du da für Zeit? Also ich habe mich genau mit dieser Frage sehr lange beschäftigt, als ich meinen Businessplan erstellt habe auch und mir im Grunde mal so tabellarisch das Ganze aufgelistet, was sind da für Schritte, wo fängst du an, wie lange dauert das, so pauschal natürlich, so Ideenentwicklung, Konzeptionsphase, Dreh Vorbereitung, Dreh Postproduktion, also Schnitt, dann Motion Design. Effizienz, Effektivität. Hast du da irgendwelche Tipps für Leute, die so am Anfang stehen und sagen, okay, wie hast du für dich selber, dass du sagst, okay, dadurch bin ich schneller geworden, dadurch ist mein Workflow effizienter geworden. Hast du da irgendwelche Tipps? Also bei mir ist das so, es gibt keinen Job, wie der andere ist. Also es ist immer unterschiedlich, kommen Leute aus unterschiedlichen Branchen mit unterschiedlichen Problemen und da musst du immer gucken, wie du da dran gehst. Und die Erfahrung hilft da sehr. Natürlich, also sehr versuchen, so viele Informationen wie möglich einzusammeln, um Fehlerchen, die später kommen könnten, auszumerzen und die Leute auf die Reise mitnehmen. Das ist immer sehr, sehr gut, also offen einfach sein und transparent und sagen, okay, so und so ist es, da haben wir die und die Schwierigkeiten und nicht machen und dann sagen so, ja, sorry, geht nicht. Ja, hast du wahrscheinlich schon gemerkt, ich bin ein Nein, nein, Plappermaul. alles gut. Und ja, also versucht dann natürlich auch so einen Zugang zu den Menschen zu finden. Also ich glaube, was auch sehr wichtig ist, ist auch so diese kommunikative Seite, dass man mit Leuten redet. Also ich glaube, so kurze Gespräche gibt es kaum bei mir. Wenn ich dann mit einem Kunden telefoniere, dann, ja, na, alles klar, und wie läuft's? Wie war der Montag? Hast du schon irgendwie den Kaffee gehabt? Und mal die Stimmung auch rauszufinden. Also so ein bisschen Psychologie ist ja auch mit dabei. Eine Beziehung aufbauen natürlich, also je nachdem, was das für eine ist, und da lässt sich auch viel besser und effizienter mitarbeiten, wenn man nicht einfach nur eine Stimme am anderen Ende des Telefons ist, sondern man ein bisschen mehr voneinander weiß. Ja, auf jeden Fall, ja. Das ist ja die Basis, also sage ich immer, die Basis von jedem Geschäft ist ja Vertrauen aufbauen und so. Und da muss man dann schon sich Sympathie haben und so. Das muss ja dann schon funktionieren. Da sind wir auch beim nächsten Thema, Marketing. Welche Marketingmaßnahmen findest du denn für Einsteiger gerade am sinnvollsten? Also die meisten Jobs, die ich mache, kommen aus dem Netzwerk. Leute, die Leute kennen, die Leute kennen, die Leute kennen. Und ja, also ganz wichtig, Menschen kennenlernen, sich vorstellen, sich bemerkbar machen mit so lustigen Logos wie bei mir vielleicht. Dann haue ich ab und zu auch mal. Jetzt habe ich mein Schweinchen letztes Mal animiert und das auch mal gepostet, um zu zeigen, okay, ne, da gibt es mal was. Und guck mal, das kann auch laufen und das kann auch leben. Und ja, also ganz viel Netzwerken. So, das ist das A und O. Also ich glaube, jetzt seit letztem Jahr mache ich das Ganze und glaube, bislang gab es maximal zwei, drei Jobs, die ich gemacht habe, die einfach aus der Welt kamen, ohne dass da jemand mich empfohlen hat oder dass jemand einen kennt, der einen kennt. Das ist ja Netzwerken, das A und O. Das stimmt, ja. Marketing.
Netzwerken, sagst du, ist ein Riesenthema. Kundengespräche würde mich nochmal so interessieren. Wie bereitest du dich denn so aufs Kundengespräch vor? Also du hast jetzt, sagst du, am Telefon bist du ziemlich locker. Bereitest du dich dann gar nicht aufs Gespräch vor oder hast du da irgendwie Tipps, wo man sagt, ja, das und das würde ich schon vorher machen? Also wenn da jemand kommt, mit dem du noch nie gesprochen hast und irgendwie eine neue Firma, dann schaust du dir natürlich die Website von denen an. Was machen die für Jobs, was haben die für Kunden? Willst du für die arbeiten? Das ist natürlich auch nochmal ein Thema, ne? Weil alles, was du tust, spiegelt sich ja auch irgendwo wieder und findet sich in der Außenwelt auch wieder und fällt auf dich zurück. Und ja, also man stellt sich immer die Frage, so willst du wirklich für die arbeiten oder für die Firma oder jetzt irgendwie mal Kippen verkaufen oder Waffen oder was auch immer. Die Frage ist immer da. Natürlich, ja, steht dann immer gegen die Frage, ja, oder das Thema Geld, was du verdienen willst, wie viel du verdienen willst. Mache auch jetzt einige Low-Budget-Projekte oder arbeite jetzt auch gerade mit ein paar Kickstartern zusammen, wo ich einfach die Idee cool finde und denke mir, okay, machst du einfach mal mit, weil es ist eine coole Geschichte und vielleicht wird da was, vielleicht kannst du Leuten helfen, auch erfolgreich zu werden und man weiß ja nie, ne? Also irgendwann mal werden die Millionäre und sitzen auf ihrer Yacht und denken die sich, hey, damals hat ja der Vitali uns diesen Film gemacht und jetzt die 3 Millionen Dollar Produktion, die geben wir dem. Also man weiß ja nie, einfach mal offene Türen einrennen, alles mitnehmen, was geht. Und ja, sich nicht auf das Thema Geld versteifen. So, weil manchmal sind die No-Budget-Geschichten auch wichtig. Also für sich persönlich, also ich mache auch viel so Kurzfilm-Geschichten, die einfach dann für mich sind, so wo ich mich selbst weiterbilden kann, wo ich mich selbst entwickeln kann und über sich wachsen. Und ja. Sehr cool. Zielgruppe, hast du deine Zielgruppe genau definiert? Das habe ich versucht. Das habe ich versucht. Also meine Hauptzielgruppe sind die Kreativen dieser Welt, würde ich sagen. Also ich habe ja sehr viel in Werbeagenturen gearbeitet und mich damit viel auseinandergesetzt, also auch mit dem Typ Mensch, die in Agenturen arbeiten. Wie sind die? Wie gehen die miteinander um? Wie gehen die mit anderen um? Was brauchen die? Da habe ich mich so drauf spezialisiert. Jetzt auch mehr Direktkunden natürlich, die dann wieder andere Nüte haben und andere Herangehensweisen und ja, das wäre so. Also Agenturen, würde ich sagen, wären meine Hauptzielgruppe. Und wie Wie überzeugst du dann überzeugst du dann deine Agenturen von deiner Agenturen von Arbeit deiner und deiner Arbeit und deiner Leistung? Leistung? Indem ich es gut mache. Okay, das heißt, du präsentierst dein Portfolio, oder? Ja, also klar, natürlich, man kommt an, präsentiert sein Portfolio, zeigt, was man gemacht hat, erzählt viel. Also jetzt gestern erst ein Gespräch gehabt in der Agentur und auch klar, sich ein bisschen darauf vorbereitet, mal geguckt, was ist das, was sind die, mal die Leute ausgecheckt über Google und Facebook, was sind das für Menschen überhaupt, mit denen du dich triffst. Und aber da einfach offen rangehen und das Ganze ist dann zu einem dreistündigen Gespräch ausgeartet über Design und Kunst und Welt und bla und war total lustig und wir haben uns jetzt auf ein Bierchen verabredet. Und ja, also offen dran gehen und einfach mal gucken. So mal nachbohren, nachhaken natürlich. Also, ne, das Thema Psychologie ist ja immer dabei. Ne? Man ist, also ja, die Leute so nehmen, wie die sind und gucken, was brauchen die, was wollen die. Und da ein bisschen von sich preisgeben natürlich. Und das ist ja immer so ein Geben und Nehmen natürlich. Und wenn die sehen, okay, da ist ein Vertrauen da, dann kann ich ja auch ein bisschen
mehr auch geben und mehr aus sich kommen. Und das hat bislang immer ganz gut funktioniert. Ja, cool. Das stimmt, das ist wirklich so. Du musst da so Vertrauen, wie gesagt, aufbauen und dann funktioniert das eigentlich von alleine. Wie berechnest du denn deinen Preis? Also ich will jetzt nicht wissen, was du für Preise hast, sondern einfach nur, wie du den Preis berechnest für dich. Also ich habe mir, habe ich ja vorhin auch schon erzählt, ja diese Tabelle mal gemacht. Geguckt, was, also klar die Stunden und die dann mal den Stundenlohn, den ich irgendwann mal für mich erarbeitet habe, aus der Erfahrung heraus, also geguckt, was macht die Konkurrenz natürlich, was machen die Agenturen, was machen die anderen Leute und da so einen Mittelwert genommen, plus nochmal ein bisschen drunter und so fahre ich jetzt gerade. Ich bin jetzt natürlich auch im ersten Jahr und muss gucken, dass ich erstmal den Fuß in die Türen bekomme und mich vorstelle und den Leuten zeige, wie bin ich, wer bin ich, wie arbeite ich und dann läuft es meistens von selbst. Cool. Also weil das Thema Geld ist ja immer sehr wichtig, ne? Vor allem heute, wo ja nichts irgendwas kosten darf, muss ja immer schnell und billig sein. Und da ist das immer ein sehr dankbares Thema, dass das auch nicht zu viel kostet. Es ist natürlich auch immer so ein Thema, ich komme ja aus einer Agentur, wo also die Agenturen machen es ja immer so, die, oder im Grunde alle machen es so, ne, auch die großen Produktionen, die holen sich irgendwelche sehr günstigen Freelancer, schlagen dann nochmal das Zweifache, manchmal das Dreifache und Vierfache drauf und verkaufen es dann ihren Kunden, die verkaufen es dann weiter nochmal drauf und dann entstehen diese ungemein hohen Summen, obwohl es am Ende auch irgend so ein Typ wie ich macht. Ja gut, die Technik, also ich sag mal, der das verkauft, der ja, der hat natürlich auch den Anspruch darauf, dass das verkauft, also weißt du, die setzen ja auch in, müssen ja auch die Leute überzeugen, müssen Zielgruppen definieren und müssen sich genau einen Plan machen, wie kann ich denen das dann überhaupt verkaufen? Also so ganz ungerecht, weiß ich nicht. Auf der anderen Seite ist ja so Nehmen und Geben. Du kannst zwar dann sagen, ja, die kriegen jetzt das Zweifache, was ich jetzt kriege, aber ich meine, du hast ja zumindest dann dafür was gekriegt. Also weißt du, wie ich meine? Ja klar, es ist ja, ist ja auch nicht, also war jetzt vielleicht zu dramatisch ausgedrückt. Nein, aber hier wirklich so großen Preisen. Es ist ja so, es ist halt wie es ist. Ja. Und ja, natürlich müssen die Produktionen und die Agenturen die Preise so gestalten, weil da ja nochmal ein Rattenschwanz an anderen Geschichten hängt. Genau. Die müssen ja die Miete bezahlen, die müssen den Empfang und den Hausmeister mitbezahlen und. Und bei mir entfällt das Ganze ja auch. Ja. Deswegen kann ich ja auch natürlich diesen günstigen Preis halten. Ich habe nicht allzu viel, was ich an Miete bezahlen muss. Mein Equipment ist ja da und das bisschen Strom und Internet, das geht auch noch. Ich muss ja jetzt keine Empfangsdame bezahlen und einen Hausmeister. Also eine Glühbirne kriege ich auch noch selbst ausgewechselt. Hast du einen YouTube-Kanal eigentlich? Habe ich. Ist ja eher rudimentär. Also ja, ich habe da letztens mal ausgesäubert und den ganzen Quatsch mal rausgeschmissen, der über die Jahre entstanden ist. Ja. So natürlich. Katzenvideos und so. Ja, Katzenvideos. so. Mein erfolgreichstes Video aus der Bundeswehr habe ich auch nochmal rausgenommen. Das war lustig, aber man muss ja natürlich auch ein bisschen seriöser auftreten, wenn man selbstständig unterwegs ist. Und die Leute bereiten sich ja auch vor auf einen und gucken sich online an, was gibt's da, was hat der gemacht und was ist denn das für ein Typ. Und da ist natürlich auch schwierig, wenn man irgendwelche Katzenvideos hat. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, cool. Wir sind eigentlich am Ende. Hast du noch irgendwas auf dem Herzen, was du loswerden möchtest? Puh, Gott, ich habe ja schon so viel gesprochen. du wirst da noch sehr viel schneiden müssen. Es gibt noch so viel zu erzählen, aber ich glaube, es reicht fürs Erste. Okay, also wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt es unten in die Kommentare an Vitali und dann wird er wahrscheinlich auch dazu antworten und dann bin mal gespannt, was dann dabei rauskommt, was ihr noch so viele Fragen habt. Schnellfragerunde. Ich würde gerne einfach, dass du die folgenden Fragen einfach ergänzt. Bist du bereit? Ich versuch's, ja.
Deine drei besten Tipps für eine erfolgreiche Videoproduktion sind? Ausdauer, Mut, ganz wichtig. Herzensblut. Wenn du deine Kamera selbst zusammenbauen könntest, welche Fähigkeiten hätte sie? Müsste klein, handlich sein, und schönes Bild natürlich. Also ja, Wechselobjektive. Also ich bin ja mit der Sony sehr glücklich eigentlich. Also ich habe da meine Kamera gefunden. Also ist natürlich wieder unter den Umständen, unter denen ich arbeite, für die Jobs, die ich erledige, ist das so das perfekte Gerät für mich. Dein Lieblingszitat ist? Ein guter Film wird niemals fertig. Das Okay. heißt, es gibt immer was zu tun und der wird dir entrissen. Einfach aus Grund von Timing und Geld. Aber es gibt immer was zu tun und man kann immer Das schrubben und immer noch nachziehen und immer machen. Also es hört niemals auf. ist so, ja. Und es gibt dann immer noch Blödmänner, die dann immer noch rummäkeln. Ja, ich hätte aber noch das und ich hätte aber noch das. Ja, hätte ich auch, aber die Zeit ist dann irgendwann auch vorbei. Und deswegen, wo ich angefangen habe mit dieser Podcast-Folge, habe ich auch viele Kollegen gefragt, hör mal zu, was haltet ihr davon? Und dann fing ich, ja, du musst hier Footage von den Leuten mit reinnehmen und da noch und da noch und da noch, wo ich sage, du, ich mache das alles so nebenbei. Und das alleine schneiden vom Sound, vom Schnitt, vom Hin- und Her-Kamera wechseln, bla bla bla, und mit Intro und Outro, das. Da bin ich schon 4 Stunden dran ungefähr, dass ich dann ein Video fertig habe. Also ja, jeder hat was zu meckern, aber ich finde das ein sehr cooles Zitat, weil das ist wirklich so. Und das ist auch das, was viele Kreative dann auch, dass sie nicht fertig werden. Dass sie dann da noch und hier noch und da noch und ja und dass sie dann nicht auf den Punkt kommen und dass viele Agenturen und viele Firmen auch nicht mögen. Weil die wollen immer eine Deadline, logischerweise. Die müssen ja auch planen. Also ich habe mich ja irgendwann mal drauf spezialisiert, auf diesen Chaos, so ein üblicher Pitch in der Agentur. Läuft ja so ab. Du hast 4 Wochen Zeit, hast eine Aufgabe, die ersten 2 Wochen ist das Planning dran und denkt sich die große Idee aus, recherchiert über Zielgruppen etc. Und dann geht das Ganze als Sprungbrett in die Kreation. Die entwickeln dann auf die große Idee, die kleinen Ideen, die Filme, die Layouts etc., die Plakate. Und dann hast du im besten Fall eine Woche, manchmal auch 3 Tage Zeit für die Exekution. Und in 3 Tagen kannst du halt schon nicht allzu viel machen. Und deswegen, das war auch immer so das Schöne, was ich in den Agenturen geliebt habe, dass ich mitten in der Kreation saß und immer schon vorher an die Idee ran konnte. Das heißt, wenn die Kreation gebrieft wurde, dann habe ich mich versucht, damit reinzuzecken und gesagt, komm, ne, ich mache da schon mal mit und kann schon mal was vorbereiten. Und anstatt dass wir dann am Ende nur noch 3 Tage haben und irgendwas rauskotzen, können wir schon ein paar Gedanken vorher machen und mal mit Köpfchen rangehen. Ja, das ist Das so. ist so, ja. Das ist so ein bisschen das, was ja, vielleicht auch zum Thema, ja, Zitat nicht, aber so, was ich so geliebt habe an den Agenturen, wo ich gearbeitet habe, was mir jetzt ein bisschen fehlt, ist so die Nähe an die Kreation, die Nähe an die Idee. Das ist so, auch wenn klar, sehr viel Chaos war, sehr viel Druck, sehr wenig Zeit, aber so diese geballte Ideenkraft, die dann da steckt in der Kreation, das ist schon der Wahnsinn. Und hab ich immer geliebt, mich da mittendrin aufzufinden. Ich wollte noch ganz kurz zum Schluss, in 5 Jahren werden Videos. Die Welt erobern. Dein Vorbild ist? Ich hätte mir die Fragen besser durchlesen müssen. Ja, cool. Deine Webseite. Wie kann man dich erreichen? Deine E-Mail-Adresse? Ja, vitali-gal.de ist meine Website. Da ist auch mein Portfolio mit Film und ein Reel ist da auch
zu finden. E-Mail ist info@vitali-gal.de. Jo, sonst auf Facebook, Xing, LinkedIn, wo auch immer. Sehr cool. Einfach mal googeln. Sehr cool. Vitali, ich danke dir recht herzlich für dieses Interview. Wenn ihr noch Fragen habt, ich hau natürlich unten die seine Webseite unten als Link mit rein. Guckt mal drauf, was ihr für coole Videos gemacht habt. Da könnt ihr wahrscheinlich einiges noch von lernen. Ansonsten, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es gerne unten in die Videobeschreibung. Und ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Podcast-Interview. Ciao.